Dazu haben wir verschiedene Saftsorten, die wir miteinander mischen und kombinieren werden. Und zum Schluss testen wir unser Eis. Für unser Eis benötigen wir zum Beispiel Apfelsaft und Sprite und natürlich das leckerste Orangensaft. Und wie das genau geht, das seht ihr jetzt. Hi, wir machen dieses Mal ein Fruchteis mit den Sorten Banane und Kirsche und natürlich Birne. Okay, hier ist so eine Mindestgrenze, also diese Säfte dürfen nicht diese Linie überstreiten, denn sonst passt das nicht hier in die Schablone rein und das muss ja halt passen. Okay, dann fangen wir doch mal. Ihr sagt Stopp, okay? Mhm. Stopp. Okay, jetzt bist du dran, Annika. Sag Stopp. Mhm. Stopp. Und jetzt kommen auch zum Schluss die Birne rein. Stopp. Und jetzt müssen wir das in die Schablone reinfüllen. In die Eisschablone. Und danach kommt es für einen Tag im Kühlschrank, damit es zu Eis wird. Jo. Jetzt ist es fertig. Hi. Dieses Mal machen wir ein Eis mit den Sorten. Mango, Apfelsaft und natürlich Sprite und Traubensaft. Jetzt probiere ich das Fanta-Kirscheis. Ich bin schon gespannt, wie das schmeckt. Also ich gebe dem Eis, glaube ich, 9 oder 8 Punkte. Ich gebe dem Eis, glaube ich, 8 Punkte. Boom! Boom!